Auf 2 Kilometer erstreckt sich ein Lindli entlang vom Rhein zwischen dem Salzstadel und Büsingen. Der perfekte Ort, um durchzuschnaufen. Was heute als Flaniermeile non plus ultra gilt, ist im Mittelalter alles andere als ein schöner Ort gewesen. Ursprünglich ist der Rhein ja im Mittelalter als Abfallentsorgungsmöglichkeit angeschaut worden. Und man hat gewaschen und so weiter. Und die Stadt hat sich abgewendet eigentlich vom Wasser. Es war ja bebaut gewesen. Erst dann mit der Aufklärung im 19. Jahrhundert hat sich das Bewusstsein zu der Natur ziemlich geändert, so dass man eben die Werte angefangen hat zu schätzen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. In den 60er Jahren ist ein Lindli nochmal so richtig aufgewertet worden. Und jetzt, im Zusammenhang mit dem Masterplan Rheinufer, folgt das Teilprojekt 8, die Aufwertung vom Lindli. Wichtig ist, ein Lindli bleibt, wie es ist. Es ist nämlich etwas vom Schönsten, was wir in der Stadt Schaffhausen haben. Trotzdem braucht es 3 Sanierungen und Aufwertungen. Die Arbeiten dafür startet bereits Mitte nächste Woche. Zusammen mit einem Ingenieurbüro, das auf Wasserbauten spezialisiert ist, werden die Sanierungsarbeiten vorgenommen. Eine Massnahme betrifft mehrere Einstiege in Rhein, die bis jetzt über die Stegentritte gegangen sind. Wir tun es von dem knappen Meter, den es jetzt hat, auf 2 Meter verbreitern. Es gibt ein Betonelement, also ein Fertigelement, wo wir auf dem Bauvorgang her können wir das mit einem sehr grossen Krane können wir das da positionieren und nach oben auf einer Betonregel fundieren, dass man einfach gefahrenlos und komfortabel bis auf die Reisohlen runter kann. 10 so neue Treppeneinstiege werden entstehen. Die Weidlingsbesitzer können aber beruhigt aufschnaufen. Ihren Treidelpfad direkt am Wasser entlang wird davon nicht tangiert. Im ersten Teil des Projekts haben wir eine andere Ausführung gehabt, wo wir etwas drüber geleitet hätten, über den bestehenden Treidelpfad. Und da haben wir dann nachher das optimiert, dass es jetzt die neue Abtreppung eigentlich wirklich verschwindet in dieser Böschung. Nicht nur der Einstieg ins Wasser wird optimiert. Auch ein Pauseneinlegen spielt bei den Aufwertungsmassnahmen eine grössere Rolle. Ebenfalls entlang vom Treidelpfad. Wir haben auf den Treidelpfad aufwerten. Wir haben herausgefunden, dass man gerne auf dem Treidelpfad oder am Treidelpfad sitzt. Aber auf einer komfortableren Höhe, ca. 45 cm, wäre noch etwas besser als das, was wir jetzt haben. Und aus dem heraus haben wir dann nachher an 12 Orten haben wir gesagt, wir machen da so Sitzbankelemente. Das sind Betonelemente, vorgefertigte, jeweils in Zweiergruppen, die sich auch durch das ganze Lindli ziehen bis richtig Büsingen. Um einiges aufwendiger und zeitintensiver wird sich die letzte und teuerste Aufwertungsmassnahme gestalten. Hier am Rheinuferplatz soll es mehr Platz geben. Die Stege, die in Rhein führt, soll breiter, also bis um den Rank und bis an den Grund runterführen. Das sind vor allem einfach die schrägen Betonplatten, die halt sehr glitschig sind durch die Algen und durch das Moos, wo man nachher mit richtigen Stegenstufen das Gefühl hat, dass es wirklich komfortabler oder einfacher ist. Die Bauarbeiten fangen hier erst nach der Herbstferien an. Gesamthaft soll die Aufwertung vom Lindli 250'000 Franken kosten. Dabei ist das noch günstig. Ein Vorprojekt, das unter anderem sogar einen Sandstrand am Lindli vorgesehen hätte, wäre doppelt so teuer gekommen.